Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Masters EX. Wir werden jetzt erstmal einen Gefährtengespann entwickeln mit Kyrster, ja, ich hoffe mal, die wird es ausgesprochen. Und dann werden wir nochmal gegen Entei im Legenden-Event versuchen zu kämpfen. Natürlich, hoffentlich gefällt es euch heute auch wieder. Und ja, dürft gerne kommentieren, gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Und wir gucken erstmal hier, damit wir ein paar Juwelen bekommen, lesen wir das vor. Und dann können wir es zweimal entwickeln, einen Tag mit Kyrster. Als du im Wald unterwegs bist, begegnest du Kyrster. Ich habe keine Ahnung, ob man die Sau spricht. Sie beobachtet Kanimani und macht sich nebenbei Notizen. Hallo. Hey, du hast echt einfach alles zermalmen, Kanimani. Da sind so ein paar Bären kein Problem für dich. Du siehst vergnügt aus. Ja, das bin ich. Nichts macht mir mehr Spaß, als Kanimani zu beobachten. Kanimani ändert sich nie. Nicht in all der Zeit, die wir zusammen auf Reisen waren und auch nicht, seit wir auf Paizo sind. Es bleibt immer ganz das Alte. Wenn ich doch auch immer so bleiben könnte wie bisher. Hast du dich denn verändert? Nein, es ist eher so, dass ich langsam Zeit wird, mich zu ändern, okay? Weißt du, mein Ziel ist es, alles über Pokémon zu lernen, genau. Aber wenn ich versuche, in jedem Bereich Experte zu werden, stehe ich am Ende nur mit Halbwissen da. Von den berühmten Professoren haben schließlich alle ein bestimmtes Spezialgebiet, in dem sie sich hervorgetan haben. Ich sollte mich zumindest entscheiden, ob ich meinen Schwerpunkt auf Kämpfe oder auf die Lebensweise der Pokémon legen will. Würdest du dich für Kämpfe entscheiden? Ich weiß nicht, ich finde beide Bereiche total spannend. Das ist keine leichte Entscheidung. Professor Eich hat sich ja auf die Lebensweise der Pokémon spezialisiert, während Agathe sich ganz den Pokémon-Kämpfen verschrieben hat. Ich muss mir klar darüber werden, welchen Weg ich gehen will. Was denkst du, Kanimani? Kanimani. Hey, du kannst mir da natürlich auch nicht weiterhelfen, was? Welchen Weg soll ich gehen? Frag doch die berühmten Professoren. Finde es mit Kanimani heraus. Das klingt doch gut. Ja, aber sowas muss man doch allein entscheiden. Zerbrich dir nicht allein den Kopf. Ich werde dir helfen. Wie die guckt. Stimmt, ja, vielleicht ist das die Lösung. Du hast recht, Niklas. Wenn ich schon extra auf Passio bin, möchte ich zusammen mit Kanimani viele Leute kennenlernen und mit ihnen reden. Nein, nicht nur reden, sondern auch gegen sie kämpfen. Und ich werde mich noch viel mehr als bisher auf euch beide verlassen. Das kannst du ganz unbesorgt. Du kannst über alles mit mir reden, genau. Okay, und wenn Kanimani oder du mal Sorgen habt, dann sagt mir Bescheid, ja? Ich werde mein Wissen dafür einsetzen, eure Probleme zu lösen. Geschafft, so wie es aussieht, ne? Genau, und der Sprung war cool. Genau, 10 Juwelen. Kanimani entwickelt sich, genau. Das machen wir und dann Tyrakrok Level 30. Ja, wir haben genug Items. Wunderbar. Und wir müssen gegen Bianca kämpfen. Oh nee, ihr wisst ja, wenn ihr Pokémon seid, Generation 1 bzw. 2 spielt, Johto, Gold, Silber und Kristall. Bianca war die dritte Trainerin, die hat immer genervt mit Miltank und Walzer. Viele sind dran verzweifelt und zerbrochen. Es kann kein Zufall sein, dass wir uns hier begegnen sind. Lass uns kämpfen. Okay, Kanimani und ich sind jederzeit startklar. Dann auf zu einem ernsten Kampf gegen ein süßes Mädchen wie mich. Ich habe das Gefühl, dass dein Pokémon nach diesem Kampf nicht mehr dasselbe sein wird. Genau, wir kämpfen jetzt, dann wird es sich entwickeln. Das sind immer so kleine, coole Geschichten. Habt ihr ja schon bei einigen anderen Pokémon gesehen. Und dann kann ich auch direkt mal gucken, was Kanimani so drauf hat. Wir wollen nämlich das auch im Gefährten-Event, genau, im Legenden-Event gegen Entei benutzen. Mega-Kick, nice. Aber Kaskade ist, glaube ich, besser. Aber Mega-Kick macht gerade ein bisschen mehr Schaden. Oh. Dann ist er schon direkt instant tot. Ja, dann. Alles gut gemacht, Kanimani. Hey, super. Du besiegst Bianca. Gewonnen. Natürlich kriegen wir Juwelen und natürlich die prachtvolle Entwicklung. Sehr gut. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht wahr sein, dass jemand so süß ist wie ich verloren hat. Ach nee, die hat ja auch mal dann geweint und man musste sich immer den Orden holen. Du bist vielleicht hübscher als ich, aber in Sachen Pokémon-Kampf bin ich dir überlegen. Nur so als interessante Frage fürs Video. Wen findet ihr hübscher? Bianca oder Kyrster? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich bin ehrlich, beide sind nicht so mein Geschmack. Also von daher, ja. Hatet mich dafür bitte nicht. Du findest mich hübsch? Oh, das freut mich. Bitte sag das nochmal. Oh, wow, bist eingebildet. Nanu, was ist denn mit Kanimani los? Oh,
Es scheint sich zu entwickeln. Wahnsinn, Kanimani, du wirst noch stärker. Genau, das ist nämlich wichtig. Fürs Legenden-Event geschafft. Genau, jetzt gibt es die Entwicklung mit Entei. Der kommt ja zurück. Den gab es schon mal. Mal gucken, ob wir es diesmal packen. Beim ersten Mal habe ich ihn leider nicht gepackt. Aber ich wollte es probieren. Ich habe jetzt auch einige paar Gefährten hier, die jetzt stärker sind. Das heißt, vielleicht haben wir ja Glück und können da ein bisschen was machen. Der ist nämlich auch zum Beispiel sehr fiktiv Wasser. Genau, Entwicklung und 30 Juwelen, wunderbar. Und dann Tyrakrok entwickelt sich gegen Melanie. Das heißt, Kampf wäre gut, weil sie einen Hundemonat, okay. Genau, wieder fortfahren. Und falls ihr irgendwelche speziellen Entwicklungen noch sehen wollt, dann lasst es mich wissen, weil wir können sehr wahrscheinlich noch ein paar andere entwickeln. Dann müsste ich die nur mal trainieren oder den Büchern geben. Zum Beispiel Voltoball könnte man noch entwickeln mit Major Bob. Habe ich noch nicht und so weiter und so fort. Hey du da, kämpfe gegen mich! Das kommt jetzt zwar etwas plötzlich, aber ich bin jederzeit für einen Kampf bereit. Ich nehme deine Herausforderung an. Die Gerüchte über dich stimmen, also du und dein Pokémon, ihr seid klasse, los geht's. Welches Pokémon ist wohl härter, deins oder meins? Genau. Nächster Kampf und falls ihr auch noch irgendwelche Episoden lesen wollt mit mir gemeinsam, dann sagt es fürs Video oder für Livestream, weil dann erfährt man was über die Trainer. Den Hintergrund habe ich ja schon im letzten Livestream auch gesagt. Wir machen mal wieder Mega Kick. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ob es reicht? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Kaskade, und dann müssen wir unseren Angriff boosten. Wir müssen gucken, dass wir vor Hundemon irgendwie die Gefährtenattacke mal raus... Hallo, okay, zurückgeschickt, das ist sehr gut. Er boostet sich, natürlich, das ist natürlich blöd. Wir müssen uns erstmal boosten, dann können wir schon mal den Mega-Kick machen. Viel Schaden machen, er greift gar nicht an, er boostet sich auch, das ist natürlich schlau, ne? Ich muss einfach vor ihm die Gefährtenattacke machen, habe ich gewonnen. Ansonsten, schwierig, so. Geben wir noch mehr Gas. Ja, es ist machbar. Es ist machbar, wir schaffen es, aber ich will auch eigentlich schon mal die Gefährtenattacke zeigen, wenn es gleich so weit ist. Jetzt nämlich, genau, dürfte eigentlich nicht so viel Schaden drücken, ne? Verbrennung natürlich blöd, aber macht nichts. Dann wird es ein Impegator, das wunderbare Tyrakrok, genau hier, Wasser, ja, das ist jetzt nicht spektakulär ist, aber das kennen wir ja bei den meisten Gefährten, dass die standardmäßig haben, aber manche haben halt ihre sehr gute und besiegt. Genau, ihre sehr gute Gefährtenattacke, die sehr episch aussieht. Hundemon wurde besiegt und Tyrakrok bringt. Du hast Melanie besiegt. Genau, Melanie wurde besiegt. Gewonnen. Und jetzt gibt es noch die Entwicklung. Und dann können wir mal gucken, wie weit wir im Event mit Entei kommen. Dein Tyrakrok ist noch härter im Nehmen als wir. Es ist wirklich klasse. Danke, das finde ich auch. Ja, und es sieht ganz so aus, als würde es sich durch unseren Kampf entwickeln. Echt spitze. Wow, Tyrakrok, du entwickelst dich. Wahnsinn. Das freut mich total. Toll gemacht, Tyrakrok. Geschafft. Und jetzt gibt's noch die Entwicklung und natürlich 30 Juwelen normalerweise. Wenn ich mich dann nicht vertue wie eben. Weil das ist eigentlich standardmäßig 10 oder 30 Juwelen. Also man kommt nicht weit. Durch Einloggen kriegt man mehr Juwelen und da gibt's das wunderbare Impegator. Wunderbar. Neue Gefährtenattacke. Nassschweif ist... des kristallklaren Herzens. Achso, okay, genau, die spektakulärer. Und, genau, wie gesagt, 30 Juwelen. So, dann probieren wir jetzt unser Glück im Legendenkampf. Mal gucken, wir dürfen 30 Gefährten benutzen. Mit welchem Team fangen wir an? Wir wollen aber nicht mit dem Wasser direkt anfangen, weil das sollten nicht... Wir fangen erstmal mit etwas Schwächerem an, achso, Teamauswahl. Erstmal. Einfach nur, um zu zerstören. Wir haben das Team bleibt, aber das werde ich nicht benutzen, weil Bormley... Alleine bringt nichts. Wir fangen mal mit dem Team hier an. Da ist ein Pflanzen-Pokémon drin. Genau. Oder mit dem Team. Ich weiß nicht. Wir fangen mal mit dem Team hier an. Wir können ja 30 Gefährten benutzen. Mal gucken, ob es funktioniert. Empfohlenes Level 70. Okay. Keine Ahnung, ob ich es schaffe. Aber auf jeden Fall werden wir nachher mit den sehr fiktiven Pokémon natürlich angreifen und viel Schaden drücken. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Ich will es euch mal präsentieren. Das Blöde... dass wir natürlich dann später sehr viel Schaden drücken. Oh, das ist alleine. Wir hatten ja auch ein Event, wo der mit jemandem zusammen war. Okay, das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Wir können auf jeden Fall Tonopto heilen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Aber wir machen überhaupt nicht so viel Schaden. Wir müssen versuchen, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Ja, das Team ist nämlich gut. Wir machen hier viel Damage. Wir können hier auch nochmal gleich den...
Gigasauger machen. X-Spezial, wenn der mal drankommt. Gigasauger, damit er sich ein bisschen heilen kann. Macht euch bereit. Eruption, ich werde auf jeden Fall mit einem Vierer die Gefährtenattacke machen. Wobei, oh, Entei. Heftig, der ist auch schon gleich dran. Seine Gefährtenattacke ist natürlich blöd. Das ist natürlich nicht sehr gut, aber wir kriegen die vielleicht vorher nochmal gedrückt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Kannst du dich nochmal heilen? Kannst du dich nochmal heilen? Das ist natürlich, wenn wir mit Wasser-Pokémon dich angreifen. Sehr gut. So, Eruption. Setzt die Gefährtenattacke ein, Amphierer. Wenn wir schon mit dem Team jetzt aktuell, was noch nicht mal sehr effektiv ist, viel Schaden machen, dann können wir ja mal gucken, wie wir es gleich hinkriegen. Aber wir wissen ja, ihr müsst daran bedenken, NTH 2 Ladestufen, ne? Man muss ihn zweimal besiegen, damit man es schafft. Ich habe es bisher bei allen legendären Pokémon nicht geschafft. Oh, wir haben sogar noch überlebt. Nice. So, Eruption. Das gefällt mir sehr gut. So, das Problem ist halt nur, ja, das Serpi-Royal. Es geht jetzt leider, dann mach ich lieber das hier, Schlammwoge, um das zu machen, um ein bisschen Schaden zu drücken. Der wird leider jetzt von uns gehen. Was ist das Blöde, er wird gleich wieder seine Gefährtenattacke drücken. Wir können auch nichts mehr pushen, außer die Attacke einmal auffüllen, die Leiste gleich auffüllen. Das ist halt das Gute, dass Tonopto sich halt heilen kann. So, jetzt nochmal. Der wird auch gleich nochmal wieder alles auffüllen. Nach der Eruption. Da werde ich auch nochmal die Leiste jetzt gleich auffüllen, damit er nochmal eine Eruption raushauen kann. So, auffüllen. Eruption. Und dann werde ich mich nochmal einmal hochheilen. Hier die Gefährtenattacke nochmal drücken. Vergiftung, das ist sehr gut. Aber er ist leider schneller, so wie es aussieht. Eruption. Einmal schnell hochheilen, aber seine Gefährtenattacke kommt. Das heißt, wir haben jetzt leider Schaden genommen. Leider nicht geklappt, aber guck mal. Ob wir damit... Oh, gut. Wir leben noch. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben ja noch die Wassergefährten und die Teams. Jetzt Eruption. Feuerwirbel ist natürlich blöd. Oh, oh. Ich hätte die Gefährtenattacke machen sollen. Das war Fehler. Ich kann nämlich die Gefährtenattacke ausführen. Vergiftung, das ist sehr gut. So, er darf mich halt nur nicht angreifen jetzt. Komm, kriege ich das nochmal gedrückt? Nein, er besiegt mich vorher, schade. Vielleicht hätte ich dann... Oh, nee, ich lebe nicht mehr, schade. Angegriffen wäre es vielleicht besser gewesen, okay. Passt schon mal. Dann nehmen wir das Team hier. Mit Kukui, Myla und mit der Lyra. Mit der Season 2020 Pummeluff. Um einfach da noch ein bisschen Schaden zu machen. Wir haben 66% runter und wir haben noch keine... effektiven genommen. Das heißt, das ist natürlich wichtig, dass wir schon mal was geschafft haben hier an Schaden. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt direkt... Nee, der war nicht aufgeladen. Der wird nicht direkt eine Attacke droppen. Wir können es nur versuchen. Ich weiß halt nicht, ob ich es schaffe. Wir machen Steinkante. Turbofelsen. Wir sollten danach Silberblick machen. Angriff boosten. Angriff boosten. Oh Gott, der macht natürlich sehr viel Schaden. Immer schön... Achso, Silberblick macht aber natürlich den Wert runter. So, wir können hier Zauberschein machen. Angriff boosten. Ja, wir kriegen hier aber nicht viel runter. Aber das Wichtigste ist schon mal, erst schon mal vergiftet. Entei. So, Felsgrab. Wir müssen einfach irgendwie eine Gefährtenattacke droppen. Das ist wichtig. Angriff boosten. Der ist auch geboostet. So, shit. Gefährtenattacke. Das war jetzt keine gute Runde. Aber wie gesagt, ich erwarte von dem Team jetzt nicht allzu viel Krasses. Wolverock wird leider nicht besiegt, aber es sieht schwierig aus. Okay, ich glaube, wir machen hier nicht viel runter jetzt in dieser Situation. Komm. Bühne frei. Gefährtenattacke. Leider besiegt. Dann müssen wir gleich den Knuddler machen. Ja, aber es ist wichtig. Das ist wichtig. Bühne frei, so. Wie gesagt, von dem Team habe ich halt nicht so viel erwartet. Komm, drück deine Gefährtenattacke. Wäre halt wunderbar. Ja,
Das heißt, danach werden wir, was für ein Team wir nehmen, wir werden es nachher spontan mal entscheiden. Es ist halt nur wichtig, dass wir hier einiges an Schaden runterfahren. Wir machen mal den Turbofelsen, weil dann kann er nämlich schnell noch angreifen oder auch nicht, weil das Pokémon wird besiegt. Wolvorok, wie gesagt, ich habe von dem Team nicht viel erwartet, aber... Ah, das ist doof, das ist echt mies. Volltreffer, weil der gleich seine Gefährtenattacke drückt. Und dann werden die Teams natürlich sehr viel Schaden direkt am Anfang nehmen. Das ist natürlich blöd. Dann nehmen wir mal das Drachenteam und danach wollen wir mit dem Elektro-Team angreifen. Genau. Zwar ganz knapp nur an der entsprechenden Bewertung. Ja, wir haben 52% schon mal an Damage gemacht. Beziehungsweise, wenn man rückwärts rechnet, 48%. Er hat noch 52%. Der gute Enter, jetzt könnte natürlich die Drachen jetzt einmal Schaden nehmen. Das Gute ist halt, er ist vergiftet. Das ist schon mal sehr gut. So, wir boosten erstmal. Hyperstrahl und dann gucken wir, dass wir uns immer geheilt kriegen. Oh Gott. Vergiftung. Ja, macht nicht so viel Schaden. Schade. Trank einsetzen, damit der wenigstens eine kleine Chance hat. Genau, so. Feuerodem. Volltreffer, so. Gefährtenattacke, wir müssen dafür überleben. Ich will noch einmal den Hyperstrahl drücken, damit wir auch ein bisschen Schaden nehmen. Also ich glaube, vielleicht maximal 40% hat er noch am Leben. Oh Gott. Ich glaube maximal 40%. Okay, auf wen setzt er jetzt Trank ein? Trank geht natürlich daneben jetzt. Nee, ach so, er halt. Okay, er halt guter Lander. Volle Kanne voraus. Hyperstrahlvergiftung. Wäre halt gut, wenn wir nochmal eine Gefährtenattacke dem drücken könnten. Heil den mal bitte, aber du bist halt so langsam gerade. Das ist blöd. So, jetzt warten wir. Gefährtenattacke. Und dann nochmal. Ah, das lebt noch, das lebt noch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Vergiftung. Vergiftung rettet mir halt komplett den Arsch. Hyperstrahl. Also, sehr wahrscheinlich, dass ich deswegen der Vergiftung schaffen werde. Drachenklaue der Aufrichtigkeit, genau. Danach das Elektro-Team. Das habt ihr ja im Livestream gesehen. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und dann kommen die Wasser-Pokémon. Das heißt, ja, wir gucken mal. Hyperstrahl. Feuerodem noch mal einmal drücken. Wir können halt nichts machen. Das ist das Problem jetzt. Und Dragoran ist besiegt. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir mit Feuer noch ein bisschen noch Schaden drücken. Dass ich noch einmal angreifen darf. Und er wird gleich direkt wieder seine Gefährtenattacke droppen. Das ist natürlich blöd. Sehr gut. Wenigstens ein bisschen Schaden. Aber ich hoffe, dass das Elektro-Team NT fast runterfarmt. Vergiftung. Okay. Dann das Elektro-Team. Genau, und dann kann ich ja theoretisch als Puffer nachher wieder das Tektas nehmen, um nur ein bisschen Schaden zu machen. Der kämpft zwar dann alleine, ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass ich immer volle Teams habe, um dann Schaden zu machen. Ladungsstoß, so. Ah, shit, ich habe vergessen, Elektrofeld einzusetzen. Ah, Mann, 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 Mann. Luxtra, das war natürlich nicht gut gemacht gerade. Aber, okay. Pikachu heile ich erstmal hoch. Ja, kann natürlich. Okay, Pikachu ist tot. Irgendeine Eruption. Elektrofeld. X-Spezial. Nochmal. Trank einsetzen. Oder auch nicht. Jetzt kommt Notsituation von Alola Raichu. Genau. Pikachu. Ah, Pikachu lebt noch. Ja, nice. Kann er nochmal hier eine Gefährtenattacke droppen, bitte? Ja, halt gut, ne? Luxra ist leider besiegt. Ja, okay, dann funktioniert das nicht, dass wir so viel Schaden machen. Ich werde aber gleich mal das Tektas nutzen. Um dann ein bisschen noch Damage zu machen. Eruption, okay. Das Elektro-Team hat überhaupt nicht funktioniert. Schade. Aber Vergiftung wirkt immer noch. Das ist sehr gut. Einfach nur ein bisschen runterzufahren. Wir hatten noch 21 Lebenskraft, sage ich mal so, 21%. Und dann kommt noch die nächste Stufe. Ich bin mal gespannt, wie weit ich runterkomme. Ich habe noch
Ansonsten muss ich mir noch was irgendwas aus dem Ärmel zaubern an Teams. Überrumpler. Genau. Dann Nadelrakete einfach nur Schaden machen. Der wird eher sehr wahrscheinlich mich besiegen, ja. Instant. Vergiftung wirkt aber wenigstens, das ist schon mal sehr gut. Bisschen Schaden gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen, immerhin. So, 17%, die Wasser-Pokémon kommen. Und der wird direkt instant eine Gefährtenattacke droppen. Das ist natürlich echt bescheiden. Das wird schon direkt viel Schaden drücken. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche Wassergefährten aus dem Ärmel zaubern kann. Nachher, die vielleicht eventuell Schaden machen. Wir werden auf jeden Fall den Whirlpool einsetzen. Blubber. Whirlpool. Genau, jetzt kommt natürlich die blöde Gefährtenattacke. Das ist natürlich echt nicht so krass und geil. Wir werden auf jeden Fall bei Milotic vielleicht die Gefährtenattacke einsetzen. Okay, das geht noch. Angriff boosten. Whirlpool ist immer gut. Blubstrahl. Lake, come on. Also er macht noch Whirlpool, schade. Dann mach ich mal Blubber. Lake, die Umschlingung ist auf jeden Fall wichtig. Boosten hier für die Gefährtenattacke. Aber nein, Eruption, okay, das ist natürlich nicht so geil. Oh, das war krass, das war heftig von Milotic. Die Umschlingung, die war sehr gut. So. Vielleicht schaffen wir es ja sogar. Das Problem ist aber danach, die nächste Runde schaffen wir nicht mehr. Wir haben ja fast mal alle meine Teams gebraucht, um da Damage zu drücken. Okay, wir haben die erste besiegt von Ente. Das ist schon mal sehr cool. Das ist sehr gut. Wir haben es geschafft. So, jetzt geht's weiter in die nächste Runde. So, nochmal Whirlpool. Aber wir schaffen es nur ganz knapp. Ah, komm. Ich weiß es nicht. Ich müsste mal gerne meine Gefährtenattacke einsetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Blubber. Kriege ich die hin? Das heilt mich für mich wieder ein bisschen hoch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir gucken mal, wie viel Prozent Schaden wir machen können. Wäre einfach zu heftig, wenn wir es schaffen könnten. Wäre einfach zu krass. Aber ihr seht ja, wie viel Schaden wir einfach nur drücken. Einfach viel zu wenig Feuerzahn. Komm. Blubber. Hat er noch die Umschlingung? Ich weiß nicht. Und so muss ich nochmal Whirlpool machen. Whirlpool. Damit er nochmal ein bisschen Schaden nimmt. Kann Jammern und Zögern einsetzen. Ich weiß nicht, ob was bringt. Blubstrahl. Ah, Eruption. Okay, das wäre nicht so gut. Aber er kriegt ihn noch nicht gedrückt. Schade. Okay, Wasser sind sehr gut, Wassergefährten. Nochmal Whirlpool. Einfach draufballern, was ich habe an Attacken, um so viel wie möglich zu machen. So, Lake, der wird auch für mich seine Gefährtenattacke einsetzen, damit wir nicht direkt wieder eine kriegen, Eisenschädel. Das ist natürlich doof, aber er soll bitte seine Gefährtenattacke einsetzen. Danke. Dann haben wir gleich ein bisschen Puffer und werden nicht direkt wieder direkt hart angegriffen. Wir hätten eh nichts mehr machen können. Eingriffe werden eh besiegt. Sieht aber schon mal spektakulär gut aus. Genau, sieht gut aus. So, das letzte Team, was ich noch habe. Ansonsten baue ich mir nochmal ein neues Team zusammen. Und wir gucken mal, was wir dann da hinkriegen. Wir werden aber versuchen, so viel Schaden wie möglich zu drücken. Vielleicht kriegen wir direkt auch irgendwann die Gefährtenattacke aufgeladen. Ich habe keine Ahnung, was die können. Megakick. Erstmal wieder die Werte boosten. Okay, natürlich direkt ein Volltreffer. So. Einfach versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Kaskade. Wir können dadurch auch die Werte boosten. Feuerzahn. Ja, da macht er schon mal richtig viel Schaden. So, da boosten. Bei Misty boosten. Keine Ahnung, ich weiß nicht auf wen. Ja, komm, wir geben noch mehr Gas. Aquastoß. Komm, ich will die Gefährtenattacke von ihr sehen. Heilt sich, Volltreffer. Komm. Genau, einmal boosten. Aquastoß, oh, aber okay. Sehr gut, die Umschlingung wirkt noch, das ist sehr gut. Es wird sehr wahrscheinlich ganz knapp nicht ausreichen, Entei zu besiegen.
Da muss ich aber noch ein neues Team noch zusammenbauen oder zwei Teams noch. Ich habe ja noch ein bisschen Puffer. Einfach meine besten Gefährten mit reinnehmen, dass sie ein bisschen Schaden drücken wenigstens. Weil jetzt kommt sehr wahrscheinlich gleich die Gefährtenattacke von Entei. Die werden wir nicht überleben. Der kann auch noch Dampfwalze. Wow. Mann, 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 das ist nicht so geil. Macht natürlich viel Schaden. Die Gefährtenattacke werden wir nicht mehr überleben. Mit einigen Gefährten. So wie es aussieht. So, jetzt gucken wir mal. Weil dann muss ich noch ein, zwei Teams zusammenstellen und dann schaffen wir es mal wirklich in einer Folge, den zu besiegen. Impergator überlebt nicht. Ne, alle instant tot. Schade. Hat nicht ganz gereicht. Wir gucken kurz, wie viel Damage der noch auf der Karte hat, wie viel wir noch gebraucht hätten. So, ein nächstes Team mit meinen noch aktuell stärksten Gefährten, die ich noch übrig hatte, die wir noch nicht eingesetzt haben. Wir werden natürlich auf jeden Fall dann, wenn es nicht klappt, noch ein weiteres Team bauen müssen. Wir haben noch ein bisschen Puffer. Und dann werden wir es auf jeden Fall definitiv schaffen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den jetzt auf so 10, 15% runterhauen werden, solange der keine Gefährtenattacke droppt. Ich weiß gerade nicht, wo der war, welcher Stand der Dinge. Drachenklaue, Sonnentag erstmal die Werte boosten. Ja, Dampfwalze ist halt nicht so geil, ne? Umschlingung wirkt noch, okay, das ist schon mal gut. Wir müssen auf jeden Fall auf die Gefährtenattacke von Pyro gehen. Wutanfall. Das machen wir einmal. Mach Feuer. Wir geben niemals auf. Wow, danke, Entei, dass du Volltreffer machst. War ja schon mal richtig gut. ja. Jetzt konzentriere dich auch nicht auf Pyro. Das ist natürlich blöd. Flammenrad. Aber wenn ich noch ein Team baue, dann schaffen wir es auf jeden Fall definitiv. Drachenklaue. Das machen. Der darf den halt noch nicht angreifen. Das ist das Problem. Jetzt schnell komm. Komm, 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 komm. Die, weil wir da fünf. Auf der fünften Stufe sind, okay, komm, Gefährtenattacke, Drachenklaue und wir brauchen gar kein weiteres Team zu bauen, denn wenn das trifft und die Drachenklaue durchgeht, haben wir es geschafft. Oh yes, Nitro-Ladung des Quizmasters, yes, wir können Entei bezwingen. Juhu, 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 sieht doch so aus, oder? Ist der besiegt? Ja, Entei ist besiegt, geil, das heißt das erste Mal Legendenkampf gewonnen. Oder was? Was? Wie? Der lebt noch? Der hat noch eine dritte Stufe? Oh Gott, okay. Da war ich dann doch zu optimistisch. Schade. Okay, dann. 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 Doch nicht. In der dritten Stufe hätte ich es nicht erwartet, aber ja, wir werden sehr wahrscheinlich jetzt leider komplett jetzt ablosen. Ja, sehr effektive Attacke kommt gleich. Dann bin ich tot. Umschlingung wirkt. Ja, wir machen überhaupt gar keinen Schaden jetzt mehr. Mir bringt halt nichts. Ich muss Sonnentag machen. Ich könnte theoretisch noch ein Team versuchen zu bauen. Aber das hilft mir halt nicht, ne? Ich kann gar nichts machen. Ich hänge gerade fest. Weil ich nicht auflade schnell genug. Und der wird auf jeden Fall definitiv den besiegen. Vielleicht bin ich schneller. Ja, aber okay, schade. Naja. Vielleicht gibt es ja noch, bis der läuft, noch eine Chance, eine Option. Aber für heute war es das leider erstmal. Denn, ja, ihr seht es ja, ich muss noch einmal die nächste Stufe machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war unterhaltsam zuzusehen. Und dann würde ich mich mal fürs Zusehen bedanken und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Genau, Schadensbelohnungen. Er hat noch 85% und ich habe fast keine Gefährten mehr. Naja, auf jeden Fall bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.